Hallo und willkommen bei Spielinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer weiteren Folge von Regalkiller. Es ist Teil 3 der Spiele, die euch und euer Regal zur Verzweiflung bringen, sei es aufgrund der Größe, des Gewichts oder einer abnormalen Form. Darum wird es jetzt auch hier in Teil 3 wieder gehen. Wir haben 3 großartige Spiele für euch dabei. Genau, und wir fangen direkt an mit einem Spiel, das Angelo auf eine andere Art von Verzweiflung schon gebracht hat. Und ihr werdet jetzt gleich wissen, warum. Ich muss mich einmal ganz kurz hier nach unten bücken. Ich hatte angeboten, für alle, die jetzt gleich in die Kommentare schreiben werden, warum muss die arme Melli das hochlupfen? Ich wollte sagen, ich kann das auch von meiner Seite machen. Ich wollte die Plätze tauschen, wollte Melli alles nichts. Nein, ihr könnt Plätze mal auf tauschen Platz 3 dieser Folge freuen. Da ist das Gewicht nämlich astronomisch groß. Wir werden da Schnitt machen und es Ding auf den Tisch muss, stellen. Das muss. So, Platz Nummer 3 oder die Reihenfolge Nummer 3. Wir haben hier Cthulhu Wars, welches bei Pegasus erschienen ist. Und das Ganze, was ist Cthulhu Wars? Also als erstes ist Cthulhu Wars ein Miniaturenspiel, ein Expertenspiel. Wir werden hier mit asymmetrischen Parteien uns gegenseitig auf die Mütze klopfen und uns so ein bisschen versuchen, ja, im Area Control ja, die Gebiete wegzuschnappen und dadurch die meisten Punkte zu machen. Ja, was zeichnet das Spiel aus? Angelo hat schon teils angeschnitten. Es hat natürlich eine hohe Spielinteraktion. Das heißt, das ist jetzt nichts für die Happy Family. Das ist eher vielleicht was für den strammen Männerabend, diejenigen, wo gerne austeilen, aber auch so gut einstecken können. Die werden mit diesem Spiel sehr viel Freude haben. Wir haben hier fette Miniaturen drin, werden wir gleich noch sehen. Wir haben viele asymmetrische große Alte. Große Alte haben wir große da. Alte, das muss sind ich ja bei sagen. HP Lovecraft, genau. Haben wir große Alte. Wir haben große Alte, wir haben hier jetzt nur das Grundspiel. Hierzu gibt es natürlich, damit man ein bisschen Abwechslung hat, noch ein paar Erweiterungen dazu. Vier Hier momentan. Geht es jetzt nur um das Grundspiel. Und dieses Grundspiel an und für sich bringt schon mal 5,9 Kilo auf den Tisch. Genau, also wir haben schon 5,9 Kilo große Alte in einer Box. Wir haben natürlich auch eine richtig große Box mit folgenden Abmessungen. 43 mal 31,5 mal 16,5. Also es ist noch kompakt, aber trotz allem schon so, wo man sich denkt, nee. Ja, also es ist nicht für jedermann was. Wir zeigen euch das Ganze mal dann ganz kurz hier in die Kamera von oben. So sieht das natürlich aus. Wir haben hier die Spielverpackung. Wir haben die großen Alten. Die sind auch hier nochmal in Originalgröße abgebildet, dass ihr seht, was passiert. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier schon den Spielplan. Das Ganze wirkt ein bisschen bunt, wirkt fröhlich, ist es aber gar nicht, denn wir machen das Ganze jetzt mal auf. Es geht ja um die großen Alten. Nee, es ist kein fröhliches Spiel, Leute. Wir verkörpern die großen Alten und möchten mit unserer Fraktion die Weltherrschaft an uns reißen. Und das Erste, was uns hier gleich ins Auge springt, ist die 80 Seiten Anleitung, die mich auch so ein bisschen abschrecken, das Ganze hier nochmal durchzulesen, durchzublättern, weil ich weiß, Melli wird mir das hier nicht abnehmen. Keine Ahnung, hier ist aber viel Fluff drin, viel Zeichnungen. Jede Fraktion wird hier nochmal einzeln erklärt. Da freue ich mich natürlich drauf. So, was haben wir noch? Wir haben Punchboards hier drin. Wir haben natürlich nachher auch diese fetten Miniaturen, von denen Melli gesprochen hat. Hier haben wir die einzelnen Boards für die Parteien. Wir haben das Ganze aber auch noch nicht ausgepöbelt. Hier haben wir diesen sehr, sehr großen Spielplan. Den werde ich jetzt nicht ausbreiten. Wir haben hier die kleinen. Das sind die Kultisten, glaube ich, ja? Die wird hier schon ein bisschen erleichtert. Hier sind die Spielphasen aufgeschrieben. Also anhand dessen kann man sich... Wer keine Lust hat, die Regeln zu lesen, der liest sich einfach nur die Spielübersicht durch und kann direkt loslegen. Hier unten kommen nach den Punchboards irgendwann dann auch nämlich große Miniatur. Die Punchboards werden euch noch ein bisschen Gewicht einsparen, wenn ihr sie mal gepuncht habt. Und wir haben ein bisschen gecheatet, denn da fehlt einer. Genau, einen großen also, Alten, den König in Gelb. Versus eher 6 Kilo. Ja, der König in Gelb, den habe ich rausgelassen. Der ist gerade auf dem Maltisch. Der ist in Vorbereitung, dass er gut aussieht fürs nächste Video vielleicht. Und ansonsten seht ihr halt die großen Figuren, eure Hauptcharaktere hier, Cthulhu. Die sind halt echt groß, die sind massiv. Da habt ihr ordentlich was auf dem Tisch. Und irgendwo muss natürlich auch das Gewicht herkommen von diesem Spiel. Jo, dann packen wir das mal wieder ein, weil wir haben ja noch mehr. Ich pack das ein. Und Melli gibt euch noch ein paar weitere Informationen zu diesem Regalkiller. Natürlich. Als erstes kriegt ihr jetzt mal einen Blick ins Regal, wie das ganze Ding verstaut wird. Genau, da zeigen wir euch mal ein kleines Video, haben wir es vorbereitet. Dann haben wir natürlich wie immer den Preis rausgeholt und da haben wir jetzt einfach mal die UVP vom Hersteller direkt, also von Pegasus Spiele. Der hat es mit 149,99 gelistet. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr asymmetrische
große Alten wollt, die kosten natürlich zusätzlich. Genau, aber 149 Euro ist natürlich schon mal ein stolzer Preis, aber ein Regalkiller, der kostet in der Regel auch irgendwas. Was sagt denn BoardGameGeek zu diesem Spiel? Lohnt sich dieses Spiel? Ist es ein Spiel, was quasi aufgrund seiner Wertung nochmal ein paar Punkte obendrauf nachher für das Endranking kriegen könnte? Ja, es ist bei 7,9. 7,9 nur, vermutlich ein paar verärgerte Kickstarter-Käufer, die das Spiel nochmal nach unten gerankt haben. Genau. Das war schon mit dem ersten Spiel. Wir machen jetzt mit dem kompletten Kontrastprogramm weiter. Nicht wegen der Größe, es ist ähnlich groß, kann man schon mal vorwegnehmen, aber wir haben ein komplett anderes Thema. Dann nehmen wir das hier weg. Okay, dann steigen wir jetzt ein und zwar eher in die Eurohölle. Und der ein oder andere wird jetzt vielleicht schon erahnen, was kommen wird. Es ist ein Titel aus dem Herbst 22 und ihr sagt jetzt gleich, warum? Aber das Problem ist wirklich, wir kriegen es nicht ins Regal. Das lebt gerade über dem Regal. Und es geht um Marrakesch. Ihr seht ja jetzt schon, es hat schon entsprechende Maße. Aber da gleich mehr dazu. Was ist Marrakesch? Marrakesch ist ein typisches Euro von Stefan Feld. Genau, also eine untypische Größe eigentlich für ein Euro. Normal kommen die Eurogames in diese klassischen 29x29 oder noch kleineren Box. Hier haben wir wirklich große Spielschachtel. Wir haben auch eine sehr große Tischpräsenz, kann man sagen. Was zeichnet Marrakesch aus? Ja. Amelie, mit mir ab, gut. Genau, ich nehme das gern ab, weil du ärgerst dich immer so, weil es nicht ganz so funktioniert. Nee. Wir werden hier unsere Aktionen programmieren. Wir haben Cashies, diese Cashies hat jeder die gleichen. Wir suchen aber im Geheimen entsprechend aus, welche Aktionen wir eventuell tun möchten. Die nehmen wir in die Hand, die packen wir und schmeißen die in einen Würfelturm rein. Und wenn wir Glück haben, kommen alle Cashies raus und nach und nach werden wir uns eben diese hier nehmen, um unsere Aktionen zu programmieren und auszulösen. Genau, genau. Mir hat ja schon gesagt, es ist nicht so ganz mein Spiel, was, warum auch immer. Also ich ärgere mich, dass ich es nicht so gerne mag, wie es Melli eigentlich mögen würde. Lasst uns mal die Verpackung angucken, oder? Als erstes das Gewicht. Ah, erstmal das Gewicht. Es ist relativ schlank, wobei eine stabile Tasche braucht ihr trotz allem. Wir haben nämlich 3,7 Kilogramm. Genau, ein bisschen. Wobei das bei uns ja ein bisschen betrogen genau, wurde. Genau, wir haben natürlich. Das seht ihr gleich. Ah ja, stimmt, wir haben noch ein bisschen was rausgenommen, was verändert. Rein aber gemacht. Es ist ein bisschen leichter als Cthulhu Wars. Es ist gleich, so kann man schon mal wegnehmen, auch ein bisschen kleiner als Cthulhu Wars. Schauen wir das Ganze mal. Komm, wir machen einmal kurz den Packungsvergleich, wobei die Abmessungen ja schon ähnlich sind wie das Cthulhu Wars. Genau, die ihr Abmessungen seht hier, haben wir tatsächlich. Die sind ziemlich ähnlich. Wir haben hier 43,5. Mal 30 mal 10,5. Also es ist eher schon nur das leichte Regalkiller. Genau, ihr seht es nämlich jetzt auch dann nachher gleich im Video, wie sich das zu Cthulhu Wars unterscheidet. Ich mache das Ganze mal jetzt kurz mit euch auf. Mhm. Öffne mal die heilige Box. Dann machen wir das Ganze mal auf. Wir haben hier natürlich ein bisschen gecheatet, denn wir haben hier Ressourcenschalen von der Brettspiellösung mit drin, die uns das Ganze ein bisschen beim Aufbau und Abbau erleichtern werden. Aber ihr seht, es ist eine Flut an Material. Es ist auch ein Eurokiller, kann man sagen. Es ist einfach sau viel Material hier drin. Auch hier ist das Gewicht nicht von irgendwo. Genau. Wir haben hier die Standardversion. Also nicht die Deluxe, sondern die Standardversion. Das ist trotz allem diese große Schachtel. Wir haben verschiedene, also die Spielermaterialien. Wir haben die drei Ressourcen im Spiel. Hier seht ihr den Cashy-Turm, den müssen wir leider ein bisschen auseinandernehmen. Hier ist der Cashy-Platz, hier werden dann die Cashys nachher entsprechend sortiert. Ein Cashy-Turm. Und hier sind die Cashys. Ja. Um die geht es eigentlich in diesem Spiel. Und ganz unten drunter, aber ich packe es jetzt glaube gar nicht aus. Nein. Hier haben wir einen Spielplan, unten sind die einzelnen Boards und so weiter. Ihr seht, die Schachtel ist wirklich ordentlich voll und ja. Man muss auch dazu sagen, es hätte Gewicht eingespart werden können, indem man nicht... Was natürlich jetzt nicht negativ gemeint ist, aber es gibt hier in der Tat vier Spielanleitungen. Es sind, glaube ich, drei Spielanleitungen und eine Übersicht in verschiedenen Sprachen. Es ist einmal... Es gibt ein Glossar, es gibt eine Spielanleitung, das Ganze ist auf Englisch und in Deutsch. Und es gibt auch noch ein... nochmal die Spielübersicht. Aber das ist natürlich multilingual, auch nicht schlecht. Hat natürlich zur Folge, dass das Ganze ein bisschen schwieriger, schwerer wird. Genau. Was jetzt nicht wirklich das Gewicht steigert, aber den Spielfluss extrem gut macht, sind diese Übersichten, solche lobe ich mir ja immer. Weil hier hat man ganz kurz im Überblick, das kann ich während dem Spiel alles machen. Das sind die Aktionen, los geht's. So, jetzt schauen wir doch mal wieder ins Video, wie sich Marrakesch so im Regal macht. So,
ihr habt jetzt gesehen, und was bekommt ihr jetzt oder was müsst ihr dafür ausgeben, dass dieses Spiel bei euch im Regal wohnen kann? Ich habe mal rausgesucht, es gibt wenig Angebote. Ich habe jetzt einfach die UVP des Herstellers genommen für die Basisversion, nicht die Deluxe-Version, also so wie ihr sie jetzt bei uns gesehen habt. Und da sind wir bei 114,99 Cent. 114,99 für ein Eurogame bei Queen Games. Das ist eine stolze Messlatte, kann man sagen. Es muss aber auch gesagt werden, es ist wirklich sau viel Zeug in diesem Spiel drin. Wir haben Doppel-Layer-Boards, wir haben halt diese Ressourcen, diese Cashies sind aus Holz. Es hat auch eine fette Tischpräsenz, muss man einfach sagen. Und der Preis lohnt sich, würde ich sagen, denn BoardGameGeek hat das Ganze mit einer stolzen 8,1 bewertet. Also hier habt ihr scheinbar ein sehr gutes Spiel, wenn es euch denn nicht wie mir nicht gefällt. Aber ansonsten wirklich Marrakesch ein cooles Ding, ein echter Regalkiller. Legen wir es auf die Seite. Machen wir mit dem Sternenzerstörer unter den Brettspielen weiter, wie ich es jetzt inzwischen gerne nennen möchte. Wir haben nämlich ein Spiel ausgeliehen bekommen vom lieben Pitt, welches ein Kickstarter war. Es gibt inzwischen die Second Edition oder gab es auf Kickstarter bzw. Gamefound zu unterstützen. Und wir sprechen von nichts anderem als Company of Heroes, und zwar nicht in der Standard-Edition. Nein. Das wäre Pillepalle, da ist es kein Regalkiller. Vielleicht ein kleiner. Wir möchten euch die ultimative Riesenbox zeigen. Dafür müssen wir einen kurzen Schnitt machen, sonst luft sich Melli einen Bruch. Kurzer Schnitt und dann sehen wir uns wieder. So, hier sind wir wieder mehr oder weniger. Es wirkt jetzt auf der Kamera gar nicht so groß, wie es ist. Ich muss natürlich, ihr werdet es nachher sehen, wenn wir versuchen, das Ding ins Regal zu lupfen und sich Melli einen abricht, dann seht ihr die ultimative Größe des Ding. Ihr seht uns jetzt erstmal nicht, deswegen machen wir es kurz und knackig. Was ist Company of Heroes? Es ist ein Miniaturenspiel, es ist vielleicht sogar schon eine kleine Art Tabletop. Wir werden nämlich mit verschiedenen Zweiter Weltkriegsfraktionen uns hier über die Karten bewegen und uns gegenseitig in verschiedenen Szenarien versuchen, ja, die Punkte abzugrabben. Was zeichnet Company of Heroes aus? Zum einen ist es eben ein Tabletop, welches auf einem Videospiel basiert. Das Ganze gibt es in drei verschiedenen Videospielarten. Hier haben wir jetzt das Tabletop, das analoge Videospiel, und es ist wirklich hoch detailliert, es ist sehr, sehr taktisch, und ich weiß noch, als ich das Ganze unterstützen wollte, da dachte ich mir noch, naja, das wird bestimmt so eine Lizenzkrücke sein, lass mal die Finger davon. Dann kam das Ganze und es ist dann wirklich aufgepoppt und war, ja, zu meiner Verwunderung ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, wir haben es, wie gesagt, selber nicht im Regal, wir haben hier wirklich die Leihgabe vom Pitt. Auch nochmal hier vielen Dank, dass es so lange jetzt bei uns wohnen durfte. Damit ihr etwa die Dimensionen mal abschätzen könnt. Ihr kennt ja vielleicht... Ich nehme mal meinen Spickzettel hier für Mädchen hin, weil wir uns ja alles notiert. Genau, ihr kennt vielleicht diese Klappboxen, ne? Diese Einkaufskörbe. Das überbietet dieses Ding noch. Genau, fangen wir einfach mal kurz wieder wie immer mit dem Gewicht an. Es ist wirklich stattlich. Ja? Wir haben... Ich sag's noch ganz kurz, das Gewicht, bevor ich Melli sagen darf, was das Ding an Abmessung hat. Es wiegt 18,8 Kilo. Alle, die da draußen gedacht haben, Frosthaven wäre schwer, die haben nie dieses All-In-Paket. Also kommen wir gleich dazu, wenn wir es aufmachen. Das ist natürlich nicht das Grundspiel, das ist die Alles-ist-drin-Box. Ja, aber 18,8 Kilo ist ein stolzer Preis. Ihr müsst das Ding auch irgendwo unterkriegen, wenn ihr es gebackt habt. Genau, die Abmessungen sind auch sehr stattlich. Es hat nämlich eine Breite von 59 cm auf 39 cm und eine Höhe von 35,5 cm. Das erste ist immer die Länge, Melli. Das sind nämlich 59. Das zweite ist die Breite. Habe ich gesagt, 59 war Breite mal Höhe. Okay, entschuldige. Sonst komme ich nachher wieder durcheinander, wenn ich das einblenden muss. So. Wir können es jetzt gar nicht so gut in die Kamera halten. Ich meine, wir können kurz mal aufstehen, weil ich kann mir mal so meinen Arm hier drauflegen mit meinem Ellbogen. Ihr seht das, wie viel Platz da noch bis hinten wäre. Also das Ding ist riesig, ja, also wirklich riesig. Wir machen es jetzt einfach mal auf. Wir machen es mal auf. Hier dazu werde ich aufstehen. Das ist ja egal. So rum ist es entriegelt. Und jetzt seht ihr schon, warum das hier so voll und so schwer ist. Denn wir haben hier so eine Art All-In. Wir haben hier das Terrorpack, wir haben das Terrorpack 1, 2, wir haben verschiedene kleine Boxen, wir haben die Solo- und die Koop-Expansion hier drin, wir haben die Elite-Kommandos drin und wir haben das riesen Base-Game drin. Und das würde ich sagen, hier machen wir nochmal einen kurzen Schnitt und dann gucken wir zusammen in das Base-Game rein. Und so sieht das Ganze dann als Base-Game aus, und von oben sagt jetzt einfach, naja, das ist ja eigentlich relativ klein, aber wenn ich das Ganze jetzt mal anfange, so auf die Seite zu kippen, dann seht ihr schon die Abmessung, und auch allein dieses Grundspiel wiegt ordentlich etwas. Von hinten sieht das Ganze so aus, und ihr seht schon hier mit das Sega-Logo zusammen mit Relic, die haben das Videospiel gemacht.
gucken wir mal ganz kurz hier rein, damit ihr so ein bisschen seht, was denn hier in dieser Box drin ist. Ich habe es gesagt, es ist eine Art Tabletop-Spiel. Wir werden also gleich Miniaturen haben. Das Ganze ist thematisch natürlich im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, so wie auch die Videospiele. Ihr seht, wunderschön. Wir haben Double Layer Boards, die brauchen wir, um hier unsere Sachen zu tracken. Hier haben wir die Miniaturen, in dem Fall sind es natürlich Militärfahrzeuge. Maddie hat hier gerade so Einheitenboards, glaube ich, noch draußen. Commander Cards habe ich hier zum Beispiel und irgendwelche. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Machen wir das deswegen. Ist so ein Spiel, das. Ja. Genau, also Maddie ist nicht meins. Das ist natürlich. Warum auch immer, interessiert es mich mehr, weil ich eben vielleicht ein kleiner Fan von so Filmen bin wie der Soldat James Ryan. Daran erinnere mich das. Ich mochte auch das Videospiel sehr gern. Und hier haben wir eben die analoge Version mit hier diesen Panzer, mit diesen Einheiten. Und wie gesagt, das Ganze ist sehr taktisch in verschiedene Szenarien aufgeteilt. Und ihr seht ganz viele Inlays, ganz viele Trays. Also auch hier haben wir richtig viel drin, warum das ganze Ding so schwer ist und auch warum der Preis denn hier nachher so hoch sein wird, den euch Melly nämlich jetzt hier gleich verraten wird, wenn genau. Ich versuche das Ganze wieder zurück in die Box zu bringen. Also wir packen das jetzt erstmal kurz ein und dann kriegt ihr auch einen Blick ins Regal und ich glaube, das wird eine Herausforderung. Ja. Aber schaut mal selber. Ich habe recherchiert und ich bin bei GameFound gelandet tatsächlich und habe hier den Preis gefunden für diese Wahnsinnsbox. Und da gab es sogar noch einen Rabatt drauf. Wow, hammer mega. Und trotz allem, liebe Steffi, hör mal vielleicht lieber weg. Es waren $367,95. Ohne Versand und Zoll. Achso, ja, stimmt. Genau. Also Versand ist da, glaube ich, noch nicht mit eingerechnet. Der war bestimmt zu der Zeit aber nur $20 ja. Oder sowas. Keine Ahnung. Aber was soll so eine Box auch schon kosten? Es ist natürlich ein stolzer Preis, wenn man aber überlegt, in was für einer Box das geliefert wird und was an Spielmaterial dabei ist, dann kann man eigentlich fast noch sagen, es ist jetzt gar nicht so abwegig, diesen Preis. Taschenschnäppchen. Ja, Tabletops sind generell teuer. Wenn ihr dann eine Startfraktion kauft mit zwei Einheiten, seid ihr auch 150 Euro los, ein paar Einheiten noch dazu. Boom, ist die Kohle eben weg. Was sagt Boardgame Geek, lohnt sich denn hier so viel Geld auszugeben? Boardgame Geek sagt ja krasse Scheiße, das ist so gut. Es hat eine 8,7, ist also heute wirklich der Sprenger der Regale, würde ich sagen, dieses Spiel. Würde ich auch sagen. Und wie immer werde ich jetzt gleich das Ranking, das neue Ranking einblenden. Es wird ja ausgerechnet aus verschiedenen Faktoren, die natürlich jetzt nicht mathematisch perfekt berechnet sind. Es soll ja auch eher ein Spaßvideo sein und euch das ein oder andere Spiel einfach mal so vorstellen, damit ihr einen Blick für das Ganze habt. Ich bin mir sicher, wir werden in dieser Folge einen neuen Erstplatzierten haben und Foundations of Rome wird von Platz 1 gekickt werden. Das war's aber wie immer mit den Regalkillern. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Wir konnten euch ein paar außergewöhnliche Spiele zeigen, die euch wirklich und euer Regal zur Verzweiflung bringen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Wir werden mal weiter in der Spielesammlung schauen. Wir werden auch unsere Fühler weit ausstrecken. Vielleicht hat jemand da draußen noch ein anderes Spiel, wo es sagt, hey, das müsst ihr auch unbedingt mal in die Kamera halten. Also wir halten Ausschau danach, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.